Da rechts um die Ecke? Rechts um die Ecke? Hier, da. Was ist da? Ne, da ist nix. Wie sie's. Hier jetzt runter, ich hoffe, ich nicht daneben springe. Oh! 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 Nein! Oh nein. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Wort Schnitzel sehr lustig ist? Lustiges Wort, Schnitzel. Schnitzel. Wissen Sie nicht? Es hat irgendwie so eine schöne. Weiß ich nicht. Ja, es ist gleichzeitig was Leckeres, Liebes zu essen, aber gleichzeitig ist Schnitzel auch ein bisschen brutal. Schnitzel, Schnitzel. Ich finde es einfach ein lustiges Wort. Wer immer sich das überlegt hat und gesagt, ey, dieses Stück Fleisch mit Panade drauf, wie nennen wir es denn jetzt? Schnitzel. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Weiß ich nicht, mir so vorhin eingefallen. Okay. Dann ist hier noch Yurt, the Silent Chief. Ah, von dem kriegt man noch. Ich sag's auch noch eine Minute vorher, man muss vorsichtig sein, wenn man die markiert, weil man sonst ganz leicht runterfallen kann. Ja, ja. Was machst du da? Zaubert. Guck mal hin, guck mal nur auf die Zeig dir mal, wie toll du jonglieren kannst und zeig es mal. Ja, warte, wir haben uns vorhin gestritten, aber Jonglier-Skill 1 oder 0 hat. Guck mal hier, ich zauber. Achtung. Und jetzt? So, shit, nochmal eine Runde. Oh, oh. Oh, falsch gewollt. Oh, so ein scheiß Ball, ich hätte nur nach links rollen müssen, aber ich bin so schräg nach vorne gerollt und jetzt bin ich tot und wir hätten es fast geschafft. Alles Mann, Alter, ich spiele so wie Eddie jongliert, das ist unglaublich. Ich dachte schon, sagst du, ich spiele so wie Eddie spielt. Hast du gekämpft? Welchen? Den Old King? Doch, den hab ich gekämpft. Oh, fuck you! Was war das denn? Das war ein Schlag! Mann! Och! Kurz vorm Ende! What the Holy moly! What the fuck war das denn? Krass, Goku Gajetus, Speer-Forward-Attacke! Mann, Alter! Einer noch! Ich würde sagen, ja, dann kommst du super hin. Fuck! Das ist halt die Rolle vergessen. Ja, ich hab gedrückt, der hat's nicht gemacht. Du wolltest ganz knapp und möglichst weit und dann ist zu spät. Das ist fies. Das ist gar nicht so schwierig. Du hast nur Angst, weil du eben gerade Pech hattest. Passt schon. Yeah! Sag kurz, wenn wir zum Drachen gehen. Ich dachte, das ist dein Handy, was klingelt. Ich dachte, das ist dein Handy. Was ist das? Da hat irgendeiner lustigerweise einfach mal den Wecker auf 4 Uhr gestellt. Das sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Kinder- und einem Sexspielzeug. Nur Seelen. Nur Seelen? Mhm. Oi, du Scheißkerl! Mann! 9000 Seelen, ey. Mmh.
mit dem Reaper, der steht da. Da ist er. Den machen wir kurz platt. Hey Reaper! Oh, oh, oh! Wappa! Ja! Du Spaß! Du dummer Depp! Du Opfer! Du Hirtensohn! Oh. Was war denn das? Der ist direkt auf diesen Sarkophag gelandet. Ja. Du kriegst irgendwie mehr Damage, wenn du in so einer Erholungsbewegung bist. Ne? Wenn du zum Beispiel... in der Luft umdrehen, das geht nicht. Ah! Das ist Pet. Gibt's richtige Pet, Mann. Was? Pet ist weg. Wie hast du das denn geschafft? Ja, ist schwierig zu rollen, wenn du gerade eine Pfeile da bist. Irgendwie. So eine Scheiße! So viel zum Durchlaufen. Fuck! Mann! Ich wollte gerade heilen, ich hab das rumgeswitcht und dann... Dass der da im Weg steht. Oh. Komm her, Django, ha? Mann, ey, was ist eigentlich passiert? Seit du gegen diesen Blinden gekämpft hast, habe ich das Gefühl, er hat deinen Skill vernichtet. Ist doch nicht der gleiche Dennis, ey. Sag mal, was ist denn los? Du warst so gut in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Du machst doch plötzlich so unüberlegte Sachen, das kenne ich überhaupt nicht von dir. What? Bester Andy ever. Alter Schwede. Wo bin ich denn da gerade gewesen? Du bist kurz nach der Situation gewesen, nach der ich dir sagte, die Tür sei dort. Ich sagte noch, hier ist die Tür. Du rennst so, stellst dich, Alter, auf diesen leuchtenden Schalter und guckst den Pfeilen genau. Meine Fresse, Eddie. Ey, wir sollten einfach einen Cut machen und jetzt hier anfangen. Ja, ne? Weil wir haben de facto noch nichts gekauft oder gekriegt. Und dann weiß keiner von den Leuten da draußen, wie dumm wir sind. Ja, aber es ist halt, ne, wie Snowden. Also herzlich Welt willkommen halt davon erfahren. Herzlich willkommen zu Knallhart durchgenommen. Meine Fresse. Okay, bis zum Aufsetzen da gleich, ne? Mhm. Oh, 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 oh! Was ist denn das, Alter? Sehr gut. Ey, das ist der Dennis, den ich kenne. Ja, soll ich da runterfallen? Auf einen Meter Distanz switcht du um auf Magic. Ich erklär mir das. Okay, jetzt Item und weg. Wieso war der nicht tot? Scheiße! Renn weg! Warum heilst du dich? Ich drück hier die scheiß Taste und der macht nichts. Ach, fick den Scheiße! Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der war tot! Das waren 40.000 Seelen. Oh Mann! Dort, wo du die durchschneidest, die auch tatsächlich. Naja! Oh. Du bist ein Depp. Ich dachte, da wäre gleich die Treppe, das sah echt so aus. Ey, das kommt davon, wenn ich auf dich höre. Jetzt können wir schon wieder nicht dieses Level machen. Das war ein ganz fieser Trick, Alter. Hinterher, du Spacko, ey. Ey, ich dachte echt, da wäre die Treppe gleich. Tja! I knew it. Stamina, Achtung. Nein! Fuck it!
Alter. Auch leichtsinnig. Fuck it! Alter, ey. Ich dachte, der dreht da vorne um. Ah. Toll, jetzt muss ich's machen. Komm, jetzt hau ihn platt, bis er tot ist. Yes! Yes! Bitch! Bam! Eat this, man eater! Pa, pa, pa! Nice. Gut, Denzel. Lass den Stein, geh jetzt in den Tower of Latria ins erste Level. Nerv mich nicht. Und stirb am besten. Was machst du denn jetzt? Ich such den Tower of Latria. Ja, ist ja richtig. Alter, ist ja richtig. Was nervst du mich denn so ist doch gerade? Richtig. Ja. Ist ja alles in Ordnung. Ich will nur mal gucken, ob du auch aufpasst. Alter, spielst 3 Stunden am Stück und dann muss ich einmal ausrüsten und mich wieder. Ich hätte 4 Stunden am Stück gespielt, wenn du mich nicht genötigt hättest, den Crystal in den Abgrund hinterher zu springen mit einem perfiden Plan. Wäre ich immer noch am Zocken jetzt. Hätte ich mich die, damals war ich on fire, hätte ich die Man-Eater auch geschafft. Alter, so, jetzt fuck you, jetzt hast du mich dran. Tollen Fall verschwendet. Oh, oh shit, Mann! Oh! Oh! Okay, ich esse vorsichtshalber. Ja, das ist halt auch eine ziemlich easy Stelle, weil er immer zurückgeht. Er verfolgt einen nicht. Mhm. Aber es gibt keine andere Stelle, die irgendwie Sinn macht, finde ich. Nee, ist ja auch okay. Ich meine, das Spiel ist ja auch schwer genug. Man kann ja jetzt auch nicht von uns erwarten, dass wir das Spiel... Fuck den Fucker! Sorry, aber ey, wie konnte das denn passieren? Ich weiß auch nicht. Kann ich vielleicht... Ja, jetzt mach halt nicht so Harakiri, Alter. Also, oh, fuck, Mann! Das ist aber auch echt selber schuld. Alter, ich stand hinter ihm. Was weiß ich? Du hast überhaupt kein Stamina mehr gehabt. Du hast den ganzen Balken verballert und stehst neben ihm. Du machst manchmal Sachen, ey. Manchmal gehst du super vorsichtig in den Kampf. Und manchmal gehst du voll holzköpfig in den Kampf. Just the two of us. Weapon broke. Das heißt, in dieser Folge werde ich, weil ich noch am Pad bin, alle Boss-Seelen benutzen. Ey, fick! Was denn? Nein! Ja, was willst du denn damit? Nein, die stellen wir uns in den Schrank. Nein, die kann man sich nicht in den Schrank stellen. Oh, Denzel Almighty. Woohoo! All Daddy. Wow! Ah, wie dumm, Alter! Ah, wie dumm! So was Dummes. Ich dachte, ich hätte noch einen Meter. Ist das ein Tor oder ist das ein Foggate? Okay. Willst du mal vielleicht den Stormruler anziehen? Alter, willst du vielleicht mich mal jetzt du kurz bist in schuld, Ruhe dass lassen? Ich nicht zocken kann, also ja, musst du jetzt machen, was schuld. Ich... Du was bist ich sag... Oh, fick den Scheiß, du lauerst mich hier fucking voll! Das kann doch nicht angehen! Gib her! Alter, Mann, ich brech dieses Bett durch, dass du nicht... Fick-Tschner! Alter Schwede. Aber wieso bist du mit einem Schuss tot? Ja, weil dein Laber von der Seite plus 50 Damage gibt. Ich bin schuld. Yeah. Er ist sauer, dass er seine Kiddies platt macht. Der hat dich mit einem Schuss getötet, der Dicke, ne? Nein, dein Gelaber hat mich getötet. Fuck you! Fuck you! Ja, deshalb macht man den Typen auch nicht im offenen Feld, sondern bei den Obelisken! Dennis hat die richtige Taktik rausgefunden. Ja, wir nehmen immer 50 ab, das ist nicht viel, aber geht schneller als... Ui. Fuck den! Ja, du bist ja eh schon vergiftet, jetzt brauchst du die Wolke auch nicht mehr meiden. Was noch bei denen, die machen das mit Damage. Das war ein hilfloser NPC aus dem Nexus, der dich gekillt hat und uns 550.000 Seelen gekostet hat. Die wir zwar nicht brauchen, aber damit bist du offiziell der fucking größte Honk im Demon's Souls. Wieso? Wir brauchen die doch nicht mehr. Ja, aber trotzdem, es sind 500.000 Seelen. Farmo, zum Glück haben wir noch das gute Essen. Hast du die aufgegessen oder was? Hast du einfach die Pringles aufgegessen? Nee, ich hab sie. Da ist nichts mehr drin. Hier ist auch kein
Wann hast du denn kein Brezel mehr? Ich hab sie nicht gegessen. Das lag hier. Wer hat denn jetzt hier alles aufgegessen? Hier sind nicht mal Krümel oder so. Das muss irgendein Krümelmonster gewesen sein, das alles weggesaugt hat. So. Ey, du Assi. Ich hab die nicht gegessen. Wer sagst du jetzt? Wer denn sonst? Keine Ahnung. Dennis? Ich hab sie nicht gegessen. Du bist heimlich hier runter, lass die Pringles aufgegessen. Gib's zu. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Ist alles weg, ne? Es ist ja komplett alles weg. Ja. Die Dinger. Na, die nur die ekligen Orientalchips nicht. Ey, wie assig. Das war ein Dieb. Ja, sorry, Christoph Reier. Dein Essen hat sich aufgelöst. Ich fass es nicht, ey. Irgendjemand hat sich an unserer Schatzkiste vergriffen. Ja, ja, ja. Ich wüsste gerne mal, wer unser Essen hier. Ich hab so Bock, ein bisschen was zu knabbern. Ich habe noch nichts gegessen heute. Auf jeden. Ich meine, also würdest du das machen? Da ist ein Haufen Essen in einem Karton, wo ein Name draufsteht. Ja, vor allen Dingen, ich würde vielleicht mal naschen. Ja. Ja. Aber alles komplett leer machen ist schon... Das ist schon krass. Da muss man schon... Okay, bis zum nächsten Mal. Scheiße, hab ich Hunger. Ha. Ja, wir haben überlegt, ob wir so eine Falle bauen, wie die Kisten in Dark Souls, die einen auffressen, genau. Damit der Gregor kommt und es sieht und dann wird er gefressen von der Kiste, aber es ist nicht so einfach umzusetzen. Aber nee, das stimmt. Das aber die Idee ist ganz cool. Wir haben lang geplant. Ja, ziemlich lang. Jetzt. Alter, sehr schön. Boah, wenn du den schaffst, schenke ich dir was. Sehr gut, Alter. Da haben wir doch noch was geschafft, ey. Alter Schwede. Ist das mein Geschenk? Wo hast du das denn her, du Schwein? Der Dennis, du durchtriebenes Stück, Alter! Guck mal, was der mir hier hinhält! Ich wollte aufnehmen, wie du dich freust. Weil ich habe mich auch so derbe gefreut, als ich es gekriegt habe. Geiles Ding. Kannst du mitnehmen? Ey, der Trant und alle haben dicht gehalten. Ja, ja. Geht das nur mit Debug? Das geht nur mit Debug, aber wir haben eine oben. Du bist der Erste, der es mitnehmen kann, haben wir gesagt. Echt? Ja. Nett. Und musst es aber morgen wieder mitbringen. Ja, das bringt mir eigentlich gar nicht viel. Ich muss es eigentlich gar nicht
ja, können wir gleich besprechen. Der Hammer, ey, wie dicht gehalten das. Du hast vorhin noch irgendwie gesagt, der Dark Souls 2 ist gekommen. Und dann hast du aber irgendwie es gemerkt und dann hast gemeint, nee, hast aber eine sehr gute. Da dachte ich erst, hä, ist es doch nicht gekommen. Dann hast du gemeint, nee, Stick of Truth hier, South Park Rollenspiel ist gekommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, das macht Sinn, das kommt ja diese Woche raus. Oder nächste. Ja, ja, einmal habe ich mich fast verplappert. Es ist auch schwierig, den Rand zu halten, den ganzen Tag, Alter. Den ganzen Tag habe ich schon liegen und musste den Rand halten. Jetzt haben wir es. Aber der Trans, keiner hat was gesagt. Nee, nee. Ihr Schweine. Ja, Leute, Dark Souls 2, Preview-Code allerdings, Review-Code, also das läuft nur mit Debug. Bringt insofern nichts, da kann man nicht privat mit seiner PlayStation zocken. Nee, da braucht man halt eine extra PlayStation. Aber das heißt, demnächst wird es auch einen Game One TV-Beitrag geben. Ja, das stimmt. Krass, krass, krass. Haben wir auch schon coole Ideen gesammelt heute. Aber, jo, wir müssen hoch, ne? Ja. Alles klar. Jungs, bis zum nächsten Mal. Yeah, man.